So, das letzte Mal waren wir stehen geblieben. Wir haben die Hilfslöhne, die verschiedenen Kosten und die kalkulatorischen Zinsen nach einem Verteilerschlüssel auf die einzelnen Kostenstellen verteilt, also einzelnen Kostenstellen zugewiesen, nachdem wir das gemacht haben und jetzt die Tabelle jetzt vollständig ist, bilden wir die Summe der Gemeinkosten, wie gesagt. Also einfach von den einzelnen Kostenstellen die Summe. Alle Zahlen nach unten durchgerechnet, müsste auch im Querschnitt dann die vier zusammen, dann die Summe der Zahlen aus dem KLA kommen, logischerweise. Kann man ja nochmal überprüfen, falls man irgendwo sich vertippt hat. Ist ja mal ganz fix passiert. Vielleicht zu dicke Finger für den Taschenrechner oder so. Oder mal kurz hinaufgepasst. Kann schnell passieren. So. Nachdem wir das haben, müssen wir jetzt, um auf die Zuschlagssätze zu kommen, brauchen wir eine Zuschlagsgrundlage, die das meistens auch in der Aufgabe gegeben ist. Sieht dann ungefähr so aus, da steht dann, berechnen die Zuschlagssätze der einzelnen Kostenstellen anhand folgender Grundlage. Hat nicht ganz drauf gepasst. So, wäre jetzt Fertigungsmaterial von 290.000. Geben wir hier ein, 290.000. Und ich mach's gleich mal groß. Und danach die Fertigungslöhne von 219.400. So, damit man das auch sieht. So. Ja, Excel, also ich habe es ja schon eingegeben, hat mir das freundlicherweise schon mal ausgerechnet, wie die Zuschlagssätze sind. Dann hier bei der Material, Gemeinkosten, Zuschlagssatz, das war 13,39 oder 13,4%. Bei der Fertigung 73,49 und bei der Verwaltung 9,97. So. Ja, und Vertrieb dann 5,76. Bevor ich jetzt darauf komme, wie ich die Zuschlagssätze ausgerechnet habe, weil ich schon mal in dem BAB drinnen bin, noch ein weiterer Hinweis. Viele fragen sich jetzt, warte mal, Fertigungsmaterial, Fertigungslöhne war jetzt in der Aufgabe gegeben, aber du hast es ja schon drinnen, also ich habe es schon drinnen, logisch, Excel hat es mir hochgerechnet. Die Zuschlagsgrundlage für die Verwaltung, für die Verwaltung und für den Vertrieb. Ja, die habe ich jetzt hier drin. Ja. Eigentlich gibt es da nicht viel zu sagen. Es ist einfach die Summe aus den Zahlen der KLR zusammen plus die Fertigungslöhne plus Fertigungsmaterial ergibt. Wenn man jetzt zurück in den Preiskalkulationen sind, müsste das eigentlich dann auffallen, ergibt nämlich dann die Herstellkosten des Umsatzes. Das sind diese hier. Ist für Verwaltung und Vertrieb gleich, da wir ja die Prozente, also Verwaltungsgemeinkosten, Vertriebsgemeinkosten, auch die Herstellkosten des Umsatzes berechnen. Also müssen die ja, müssen die Kosten, muss ja die Herstellkosten des Umsatzes ja in dem BAB wieder auftauchen. Weil wir ja sonst nicht die Prozente ausrechnen können, ist ja logisch. Also, so mal kurz erklärt, kommen die Herstellkosten des Umsatzes zustande. Also einfach die Zahlen der KLR, also die Summe der Gemeinkosten, alle zusammen, plus Fertigungslöhne, Fertigungsmaterial plus Fertigungslöhne ergibt Herstellkosten des Umsatzes. Und die müssen wir halt hier in den BAB als Zuschlagsgrundlage für die Verwaltung und Vertrieb nehmen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Switche ich nochmal um auf meine PowerPoint. So, Zuschlagssätze berechnen. Wie machen wir das? Also, ich nehme jetzt mal das Beispiel vom Material. Wir haben jetzt hier die 38.827. Das wären die Materialgemeinkosten durch, durch das Fertigungsmaterial mal 100% sind 13,39. Also nichts Spannendes. Muss ich einfach bloß merken, Materialgemeinkosten durch Fertigungsmaterial mal 100% ergibt dann den Zuschlagssatz. Genauso bei der Fertigung. Hier in Zahlen ausgedrückt, die 191.473 durch 219.400 mal 100% ergibt 87,27%. Also die, ja, da habe ich mir wohl irgendwo einen kleinen Tippfehler gemacht. Fällt mir gerade auf. Na, also, das ist mir jetzt ein bisschen peinlich. Egal. Das Prinzip ist ungefähr gleich. Also das Prinzip ist gleich. Hier habe ich mal irgendwo, muss ich mal nochmal drüber gucken,
irgendwo was falsch gemacht. Excel belügt mich ja nicht. Entweder habe ich in der Formel irgendwas falsch gemacht. Auf jeden Fall, was richtig ist, Summe der Gemeinkosten, also jetzt waren es Fertigungsgemeinkosten durch die Fertigungslöhne mal 100% ergibt dann die Zuschlagssätze. Ja, das habe ich mich irgendwie vertippt. Egal, wie gesagt, so rechnen wir die Zuschlagssätze auch genauso bei der Verwaltung Vertrieb. Die Verwaltungsgemeinkosten sind ja die 87.557 durch die Zuschlagsgrundlage, den 877.800 mal 100% ergibt die 9,97%. Und diese tauchen dann, muss ich bloß mal wieder zurück machen, das war der Verteilungsschlüssel, tauchen dann nämlich hier wieder auf. Und zwar hier unten Vertriebs- und Verwaltungsgemeinkosten, da kommen diese Prozente zustande. Wie hier, also das ist ja jetzt ein anderes Beispiel, oder bei den Fertigungsgemeinkosten hier die Prozente. Materialgemeinkosten hier Prozent, da waren wir ja nicht weiß vorher, wie gesagt, man hat zwar die Kosten, die müssen ja gedeckt werden, irgendwie, man weiß aber nicht, wie hoch die Menge an verkauften Produkten sein wird. Deswegen muss man ja erstmal eine Einheitsgrundlage, wie gesagt, schaffen. Und das macht man üblicherweise mit dem Betriebsabrechnungsbogen. Dann kann man immer noch, das wäre dann wieder ein anderes Thema, die Gewinnschwelle ausrechnen, ab welcher Menge mache ich jetzt bloß, also ab welcher verkaufter Menge an Produkten mache ich jetzt Gewinn nur noch, also dass die Kosten gedeckt sind. Jo, da komme ich dann in einem anderen Video mit drauf zurück. Das war es erstmal soweit zur Preiskalkulation. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wer Fragen hat, da kann sich entweder das Video nochmal angucken, bis er es dann irgendwann verstanden hat, oder er schreibt mir einfach. Okay, dann einen schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal.